Thema der heutigen Stunde heißt funktionale Differenzierung. Wir sind also in dem Kontext Differenzierungsformen und ich möchte heute die Stunde im Wesentlichen darauf verwenden, den Zusammenhang zwischen einer Theorie der modernen Gesellschaft und dieser Differenzierungsform funktionale Differenzierung zu erläutern. Wenn Sie Literatur über Modernität sich ansehen, finden Sie eine Diskussion, die sich im Wesentlichen auf der Ebene der Semantik oder der Beschreibungen, also in einer fast eher literarischen oder philosophischen Form bewegt. Also beispielsweise in der Frage, ob wir noch im Zeitalter der Aufklärung stehen oder ob wir die Impulse der Modernität, die von der Französischen Revolution ausgegangen sind, fortsetzen, noch bejahen müssen und Ähnliches. Die soziologische Tradition hatte anders angefangen. Sie hatte eigentlich eher eine strukturelle Beschreibung der Modernität über Differenzierung oder über funktionale Differenzierung vorgeschlagen, war dann aber irgendwo stecken geblieben. Und meine Vorstellung ist jetzt, dass wir versuchen sollten, zunächst einmal von der strukturellen Beschreibung auszugehen, also Modernität über funktionale Differenzierung zu fassen und erst dann in einem zweiten Schritt eventuell zu überlegen, in welcher Art von Beschreibung die moderne Gesellschaft sich selber charakterisiert, sich selber über sich selber bewusst wird. Das ist auch deswegen unerlässlich, weil man ja wohl kaum ignorieren kann, dass bestimmte Errungenschaften, die uns von traditionalen Gesellschaften unterscheiden, also etwa der Territorialstaat oder die Geldwirtschaft oder die mit Erwartungen an Intimität formierte Kleinfamilie oder die wissenschaftliche Forschung, dass das alles eigentlich noch immer so ist, wie das im letzten Jahrhundert so war, vielleicht sogar stärker ausgeprägt, aber dass wir keinen Bruch zwischen moderner und postmoderner Gesellschaft auf dieser Ebene struktureller Differenzierung erleben, sodass wir eigentlich nur sagen könnten, dass wir heute nach 200 Jahren oder mehr Realisierung moderner Gesellschaft etwas besser übersehen können, auf was wir uns eingelassen haben oder auf was uns geschehen ist, indem wir uns diesem Trend zu einer anderen Differenzierungsform fügen. Ich möchte nun versuchen, mit einer Reihe von Punkten dieses Thema zu umkreisen, also etwas deutlicher zu sagen, was man unter funktionaler Differenzierung verstehen kann und dabei systemtheoretische Mittel einsetzen, während die klassische Theorie eher auf einer Rollenebene formuliert war oder auch etwas unbesorgt war in Bezug auf das, was man als Differenzierung überhaupt beschreiben würde. Der erste Punkt ist, was heißt eigentlich Funktion? Wieso spricht man von funktionaler Differenzierung? In der klassischen Version, die vor allen Dingen durch Torquil Parsons und dann in den 50er Jahren ausgebaut worden ist, in dieser Version denkt man entweder an Zielerreichung, also eine Funktion ist das, was man herstellen möchte, ein Produkt gewissermaßen oder ein Zustand, den man garantieren möchte. Und dann auch, wenn es auch mit Systemtheorie gekoppelt wird, an so etwas wie Selbsterhaltung des Systems. Das würde ich nicht zu den Akten legen, aber in einem bestimmten Punkt erweitern wollen. Und zwar mit der Überlegung, dass es um die Lösung von Problemen in bestimmten Systemen geht. Und dass wir mit der Problemlösung einen vergleichenden Gesichtspunkt haben, der es erlaubt zu fragen, welche Alternativen zur Verfügung stehen, wie man ein Problem, wenn man es nicht so lösen will wie bisher, anders lösen kann. Das heißt, die
funktionalistische Theorie wird von einer eher kausalen oder einer eher zweckrationalen Fassung in eine vergleichende Fassung überführt. Wobei man nicht ausschließen will, dass Kausalität eine Rolle spielt, wobei man nicht ausschließen will, dass die Akteure oder auch soziale Systeme Zwecke setzen. Aber die Zwecksetzung hat einen anderen Stellenwert, wenn man auch die Frage des Problems, das mit Zwecken gelöst werden soll, noch im Hinterkopf hat. Man könnte überlegen, auf eine eher aristotelische Fassung des Zweckbegriffs zurückzugehen und zu sagen, Ziele oder Zwecke und Funktionen, also in diesem Sinne eines Ziels oder eines Zwecks, sind eher Markierungen von Episoden. Markierungen von Episoden in dem Sinne, dass man ein Ziel entweder erreicht oder nicht erreicht. Wenn man es erreicht, ist die Aktivität oder das Projekt, die Zielanstrengung zu Ende. Der alte Sinn von Telos als Ende. Wenn man es nicht erreichen kann, hat es auch keinen Sinn, weiter dem Ziel nachzustreben. Sodass wir einen Zielbegriff einbauen können in eine Theorie, die Systeme zeitlich als eine Sequenz von Episoden betrachtet, aber wir immer in Rechnung stellen müssen, dass das System auch nach der Erreichung von Zielen, die es sich setzt, als System fort existiert. In diesem Sinne ist also der Systembegriff ein weiterer Begriff als der Zielbegriff und die Umstellung des Konzepts funktionaler Differenzierung von Ziel oder Selbsterhaltung des Systems auf eine Theorie autopoetischer Systeme hat unter anderem diesen Sinn, die Offenheit in Bezug auf Zukunft zu garantieren. Das heißt auch, dass wir in die Theorie der funktionalen Differenzierung jetzt eine Systemtheorie einbauen und uns überlegen, etwas genauer überlegen müssen, was eigentlich impliziert ist, wenn man die einzelnen Funktionssysteme jeweils auch als Systeme beschreibt. Und zwar mit Hilfe dieses Begriffs autopoetische Systeme. Eine erste Frage in dem Zusammenhang ist, wie sich eigentlich jetzt Operationen, Kommunikationen, also in unserem Sinne, dem System zuordnen. Wieso gehören bestimmte Operationen zu einem System und nicht zu einem anderen System? Solange man bei der Vorstellung eines Zweckes bleibt, könnte man immer sagen, die Eignung der Operation als Mittel zur Erreichung des Zweckes ist das charakteristische Merkmal. Diese eher teleologische Vorstellung hatte immer das Problem, dass es auch ungeeignete Aktivitäten gibt, also Zielverfehlungen oder von vornherein ungeeignete Mittel. Man denke an wissenschaftliche Forschung, wo man am Ende dann feststellt, man hatte es falsch angefangen, es kommt nichts dabei heraus. Oder im politischen Bereich natürlich auch Vorstellung von politischen Zielen, die sich so wie man gedacht hatte, nicht realisieren lassen. Und bei dieser teleologischen Orientierung hat man dann das Problem, gehören die ungeeigneten Operationen eigentlich in das System oder sind sie Umwelt? Offensichtlich kann man die Frage so kaum beantworten. Sie gehören nicht ins System, wenn man das System als die Menge der geeigneten Operationen definiert, aber sie gehören natürlich auch nicht in die Umwelt des Systems. An diesem Punkt versucht nun eine Systemtheorie mehr Klarheit zu schaffen in Bezug auf die Differenz zwischen System und Umwelt und hat eben damit das Problem, wie es eigentlich dazu kommt, dass man bestimmte Operationen als Komponenten, als Elemente des Systems begreift und andere nicht. An dieser Stelle möchte ich den Vorschlag machen, dass man auf binäre
Kodierung abstellt, also das Merkmal einer Zuordnung oder das Merkmal des Erkennens von Systemzugehörigkeit, wäre danach die Anwendung eines binären Codes. Damit meine ich, um zunächst einmal mit Beispielen zu arbeiten, so etwas wie die Unterscheidung von Recht und Unrecht oder die Unterscheidung von Eigentum haben und Eigentum nicht haben oder die Unterscheidung von wahr und unwahr oder im politischen Bereich die Unterscheidung von Amtsmacht und unterworfen sein, also folgen müssen. Oder, wenn man will, die Unterscheidung von Regierung und Opposition. Es geht also immer um binäre Strukturen und in diesem Sinne um einen engeren Codebegriff, den ich aus Anlass der Diskussion über Kommunikationsmedien schon einmal vorgestellt hatte, um einen Begriff, der nur zwei Werte kennt, einen positiven und einen negativen und dritte Möglichkeiten ausschließt. Also sehr abstrakt und sehr künstlich ist. Diese Vorstellung einer binären Kodierung harmoniert mit der Theorie der autopoetischen Systeme insofern, als gar kein Ende vorgesehen ist, sondern alle Operationen können immer den einen oder den anderen Wert wählen. Sie stehen immer vor der Notwendigkeit, sich auf die positive oder auf die negative Seite hin zu orientieren. Man kann also immer fragen, wer hat Recht und wer hat Unrecht? Und diese Frage wird im System beantwortet, aber sie setzt keine Zielvorstellung voraus. Man kann eigentlich nicht fragen, wozu fragt man das? Dasselbe gilt für wissenschaftliche Forschung oder für ökonomische Operationen. Das heißt, über diese Form einer binären Kodierung haben wir ein Ersatzangebot für die Teleologie oder eine im Prinzip teleologische Orientierung. Man kann das jetzt im Einzelnen ausmalen und kommt dann auf einen historischen Unterschied. Ausmalen insofern, als man sieht, dass die positive und die negative Seite eines solchen Codes eng zusammenhängen und dass der Wechsel von der einen zur anderen Seite durch den Code selbst erleichtert wird. Das heißt, es ist relativ leicht oder genauer gesagt wissenschaftsintern zu regeln, wenn man etwas Wahres für unwahr hält, wenn man also versucht, eine Theorie, die als wahr behauptet wird, zu widerlegen. Dann braucht man keine weiteren moralischen oder juristischen oder ökonomischen Instanzen, die einem das erlauben oder verbieten, sondern man handelt einfach innerhalb des Wissenschaftssystems. Das heißt, der positive und der negative Wert sind, ich sage manchmal, technisch gekoppelt, technisch in dem Sinne, dass es leicht ist, relativ leicht ist, von dem einen zum anderen überzugehen. Und historisch ist diese Erleichterung zu sehen, wenn man in der Tradition zurückgeht, zum Teil einfach nur bis zum frühen 18. Jahrhundert und sieht dann, dass Kodierungen noch in den positiven Werten gekoppelt sind. Also noch im 18. Jahrhundert, im frühen 18. Jahrhundert beispielsweise, gab es einen Zusammenhang von Moral und Ästhetik. Die Schönheit ist ein Zeichen von Tugend. Und dass auch hässliche Leute schön sein können, das ist ein Kunstgriff in der Malerei oder ein Kunstgriff in der Literatur, der erst später aufkommt. Also die Nähe von schön und hässlich und die Abkopplung vom moralischen Code, gut und schlecht, ist eine Errungenschaft, die sich im 18. Jahrhundert allmählich durchsetzt. Also die ästhetische Qualität des Hässlichen beispielsweise. Und umgekehrt die moralische Neutralität der Frage, ob etwas schön oder hässlich ist. Und wenn man noch weiter zurückgeht, hat man engere Kopplungen, noch engere Kopplungen, die auf eine Stratifikation hinweisen, dass die guten Werte in der Stratifikation oben
zusammengefügt werden. Gott vertritt natürlich nur gute Werte. Der König ist sowohl reich als auch prächtig ausgestattet, in diesem Sinne schön, er ist tugendhaft und er ist weise. Und die negativen Werte werden ferngehalten. Es gibt also eine Kopplung zwischen positiven Werten und eine Kopplung zwischen negativen Werten, zwischen Tugenden und zwischen Lastern. Und die Kodierung, die binäre Kodierung, wenn sie als ein Instrument des Zuordnens in Funktionssystemen gedacht ist, muss diesen Zusammenhang auflösen, muss das auflösen und muss stattdessen eben die Leichtigkeit des Switching vom positiven zum negativen Wert innerhalb eines jeden Funktionssystems sicherstellen. Also beispielsweise die Leichtigkeit des Wechselns von Regierung in Opposition oder von Opposition in Regierung. Oder die Leichtigkeit des Übertragens von Eigentum gegen bloße Bezahlung oder gegen bloße Gegenübertragung. Unabhängig davon, um was für Objekte es sich handelt. Sogar bei Grundbesitz kann man heute kaufen und verkaufen, was für ältere Gesellschaften sehr schwierig war wegen der politischen Implikationen von Grundbesitz. Das heißt also, dass wir eine Struktur haben, die sich semantisch unterscheidet von der Tradition und zugleich diesen Unterschied verbinden können mit einer Art von technischen Analysen des Verfahrens in kodierten Systemen. Dies wird wichtig, wenn man sich ein bisschen genauer ansieht, was eigentlich der Unterschied zwischen positiv und negativ ist. Positiv ist, auch das hatte ich bereits kurz gesagt, im Zusammenhang mit der Kodierung von Kommunikationsmedien, positiv ist immer das, womit man im System etwas anfangen kann, was also Operationen erleichtert, anschlussfähig macht. Negativ ist immer das, was es erlaubt, dazu Distanz zu haben, eine Art reflektierende Einstellung zu haben und sich zu überlegen, unter welchen Umständen eigentlich Kodierungen nötig sind oder unter welchen Umständen die positiven Werte etwas im System leisten, etwas erbringen, unter welchen Umständen man damit arbeiten kann und was andernfalls der Fall wäre. Diese Überlegung führt nun auf einen zweiten Gedankengang, nämlich die Frage, wie man überhaupt unterscheiden kann, was jeweils positiv und was jeweils negativ ist. In dem Maße, als der Code formal ist und in dem Maße, als der Übergang vom positiven zum negativen Wert oder vom negativen Wert zum positiven Wert erleichtert wird, werden die Werte in gewisser Weise inhaltsarm. Wird man in älteren Vorstellungen immer annahm, dass Schönheit beispielsweise oder moralische Qualität oder Macht oder Eigentum inhaltlich gefüllte Werte sind, wo man sozusagen an Objekten zeigen kann, ob der Wert gegeben ist oder nicht, ist in der Kodierung, wie sie in Funktionssystemen verwendet wird, eine stärkere Abstraktion von jedem Belegexemplar vorgesehen. Und stattdessen braucht man Kriterien, die es erlauben, zu entscheiden, ob der positive Wert oder der negative Wert gegeben ist. Und ich habe mir angewöhnt, diese Kriterien Programme zu nennen. Das ist ursprünglich aus der ökonomischen Literatur, die ihrerseits wiederum an der Computersprache getankt hat. Aber inzwischen ist es auch gebräuchlich, zum Beispiel im Bereich des Rechtes von Programmen zu sprechen, Gesetze also als Konditionalprogramme oder als Zweckprogramme zu bezeichnen. Die Sprache, Kriterien, Programm ist weniger wichtig. In der Antike waren andere Ausdrücke wie Regula oder Kanon üblich. Das Interessante liegt in der Frage, dass man
offenbar nicht nur die beiden Werte unterscheiden muss, sondern auch noch die Ebene der Codierung von der Ebene der Programmierung. Und dass der reflexive Wert, also der negative Wert, also Unrecht oder Unwahrheit oder Nicht-Eigentum haben, der Punkt ist, von dem aus man reflektiert, unter welchen Bedingungen man dann Recht bekommt, Eigentum hat, Wahrheit beweisen kann, Schönheit sichtbar machen kann und so weiter. Das heißt, die binäre Codierung hat über den Reflexionswert eine Art von Hinweis auf die Notwendigkeit, nochmal weiter zu unterscheiden zwischen Codierung und Programmierung. Das sind jetzt alles sehr formale Überlegungen. Dahinter steht aber die Frage, ob wir damit rechnen müssen, dass die Funktionssysteme sich nicht nur in der jeweiligen Codierung unterscheiden, sondern außerdem auch verschiedene Programme haben, verschiedene Programmarten haben, die sich dann nicht von einem System in ein anderes verschieben lassen. Also beispielsweise benutzt die Wissenschaft als Programme, also wenn es darum geht, zu klären, was eventuell wahr und was eventuell unwahr ist, entweder Theorien oder Methoden. Theorien in dem Sinne, dass die Sachwelt richtig und nicht falsch bezeichnet wird, wahr und nicht unwahr bezeichnet wird. Methoden unter dem Gesichtspunkt, dass man Verfahren, Argumente, Experimente und dergleichen, die so etwas leisten können, vorschlägt, die dann wissenschaftlich anerkannt sind oder nicht anerkannt sind. Wenn wir diesen Programmtyp uns vor Augen führen, sehen wir sofort, dass er nicht in andere Funktionssysteme übertragbar ist. Also die politischen Programme beispielsweise, bei aller Versuchung, die Politiker manchmal haben können, wissenschaftliche Terminologie zu verwenden, können keine Theorien sein. Sie werden von keinem Parteiprogramm erwarten, dass es eine Liste von soziologischen Theorien enthält. So sehr Soziologen eben manchmal denken, eine engere Sprachregelung, ein engeres Kontaktverhältnis zur Politik zu haben. Die politischen Programme sind bei uns meistens Wertprogramme oder einfach schlicht sachbezogen, in den letzten Jahren primär in den Parteien selbst gemacht, auch wenn es Grundsatzprogramme gibt. Aber sie sind eigentlich aus der Tagespolitik heraus entwickelt und nicht so sehr Anwendung von Wissenschaftsprogrammen, nicht so sehr Ergebnis von Forschung. Auch wenn dann im Endphase solcher Programmdiskussionen Intellektuelle eingeladen werden, um dabei zu sein, wenn das Programm diskutiert wird. Hier sieht man schon deutlich ein ganz allgemeines Phänomen, das wir auch im Verhältnis etwa von Wissenschaft und Wirtschaft haben. Trotz der Bedeutung, die die Wirtschaftswissenschaften für die Wirtschaft haben, wäre es falsch anzunehmen, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen Theorieanwendungsentscheidungen sind. Und die Entwicklung, wenn man sie in den letzten 10, 15 Jahren richtig sieht, läuft auch auf eine Art von Beratertätigkeit oder eine Art von innerorganisatorischer Programmdiskussion, wenn es etwa um Investitionsprogramme geht, hinaus, die sich immer stärker abkoppelt von, sagen wir mal, primär betriebswirtschaftlichen Theorien, die zwar eine Art von Sprache, eine Art von Analysetechnik bereitstellen, aber die Entscheidung selbst nicht an die Hand geben. Das hat unter anderem mit dem Risikoproblem zu tun. Dasselbe könnte man nun auch und noch viel offensichtlicher, wenn man das Verhältnis von Kunst oder Politik betrachtet. Selbstverständlich ist im Zeitalter des Fernsehens die Selbststilisierung des Politikers ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Trotzdem sind politische Programme nicht nach Schönheit oder Hässlichkeit zu ordnen. Wir haben also eine Situation, dass
die Systeme nicht nur in ihrer Leitdifferenz sie unterscheiden, sondern auch in all dem, was zur Implementation erforderlich ist, und dass wir die Systeme in einer bestimmten Weise als auf sich selbst angewiesen oder als selbstsubstitutive Systeme betrachten müssen. Die Programme können nur innerhalb des Systems ausgewechselt werden, aber nicht zwischen den Systemen. Und das füllt die Diskussion ein bisschen stärker mit Inhalten, als wenn man nur auf der formalen Ebene der jeweiligen Programme bleibt. Dies führt jetzt auf einen nächsten Schritt. Wenn wir die Funktionssysteme derart voneinander unterscheiden und gegeneinander absetzen, was wird dann eigentlich aus der Gesellschaft? Oder wo bleibt die Gesellschaft? Ist sie nur noch eine Menge von isoliert arbeitenden Funktionssystemen? Oder ist sie, in welchem Sinne ist sie dann noch Einheit? In der Diskussion über funktionale Differenzierung finden Sie, denke ich, hauptsächlich dieses Problem, die Frage, was eigentlich an Gesellschaft noch übrig bleibt, wenn jedes Funktionssystem autopoetisch ist, also mit eigenen Operationen arbeitet und sich auf eigene Codes oder eigene Programme bezieht. Hier ist zunächst einmal einfach daran zu erinnern, dass die Autopoiesis oder die Selbstreproduktion der Systeme nie besagt, dass es eine kausale Isolierung ist. Dass also mit der These einer operativen Schließung der Funktionssysteme, einer eigenen Programmatik, einer eigenen Leitdifferenz nicht gesagt ist, dass keine kausalen Verbindungen bestehen. Und das hat jetzt eine ganze Reihe von Folgeüberlegungen hinter sich, die ich vielleicht ganz knapp unter ein oder zwei Gesichtspunkten zusammenfassen möchte. Der eine ist zunächst einmal, dass wir die Autonomie oder die operative Schließung der Funktionssysteme nicht als Unabhängigkeit betrachten können, sondern eher zu Theorien tendieren, die behaupten, in der modernen Welt sind Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten zugleich gesteigert. Dass also gewissermaßen kein Summenkonstanzprinzip mehr herrscht. Das ist so eine parsonianische Idee, kein Summenkonstanzprinzip, sondern eine Steigerungsmöglichkeit. Und dies jetzt nicht nur in Bezug auf die konkreten Leistungen der Systeme, also Politik steigerbar in Richtung auf Demokratie, Konsensfähigkeit, Wirtschaft steigerbar in Richtung auf Wohlstand, Wissenschaft steigerbar in Richtung auf wahre Erkenntnisse oder einfach auf Literatur, sondern auch im Verhältnis zueinander gibt es Steigerungsmöglichkeiten in Bezug auf Abhängigkeit und Unabhängigkeit zugleich. Dies kann man vielleicht noch etwas deutlicher fassen, wenn man sich fragt, wie jetzt eigentlich, wenn das so ist, noch Einheit hergestellt wird. Was also jetzt die Ersatzvorstellung für Integration oder für eine zentrale Steuerungsinstanz sein würde. Es gibt also jetzt einerseits die Möglichkeit, weiter zu diskutieren über das Integrationsproblem. Was ist eigentlich jetzt Integration oder wie stellt sich die Gesellschaft jetzt als Einheit her? Und das andere ist, kann das noch gesteuert werden? Vom Integrationsbegriff aus müssten wir jetzt konsequent sagen, dass Integration nicht darin besteht, dass Übereinstimmung hergestellt werden kann. Wenn Sie überlegen, dass jedes Funktionssystem in seiner eigenen Dynamik, in seinen eigenen Operationen, seinen eigenen Programmen abläuft, hat es wenig Sinn, von
Übereinstimmung zu sprechen, wenig Sinn zu sagen, die Politik ist in Übereinstimmung mit der Wissenschaft oder die Politik ist in Übereinstimmung mit der Wirtschaft oder das Recht ist in Übereinstimmung mit der Kunst. Da fehlt einfach jetzt ein gemeinsamer Boden für solche Konsenstheorien. Und man müsste Integration folglich anders verstehen, nämlich als Einschränkung des Bewegungsspielraums oder als Einschränkung der wechselseitigen Freiheitsgrade der Systeme. In dem Sinne, dass die Wirtschaft nicht beliebig sich verhalten kann, wenn es gleichzeitig Rechtsschranken gibt, wenn die wissenschaftliche Technologie noch nicht so weit ist, dass bestimmte Operationen durchgeführt werden können, wenn die Politik Rücksichten verlangt und so weiter. Und dies entsprechend für jedes System, dass ein Rechtssystem, wenn es an der Gesetzgebungsfront auf Politik angewiesen ist und wenn es an der in der Vertragsgestaltung auf wirtschaftliche Interessen angewiesen ist, damit also sehr viele Einschränkungen dessen, was juristisch möglich ist oder was geltendes Recht wird, akzeptiert, ohne dass dies in der Form von politischen Operationen innerhalb des Rechtssystems, also politischer Justiz beispielsweise, ablaufen müsste. Das betrifft den Integrationsbegriff. Integration also als Einschränkung wechselseitiger Einschränkung der Freiheitsgrade infolge wechselseitiger Kontakte, die aber nie jeweils mit den internen Operationen durchgeführt werden können, sondern sich über wechselseitige System-Umwelt-Wahrnehmungen ordnen. Ähnliches Problem haben wir mit der Steuerungsdiskussion. Das ist, wie Sie hier in Bielefeld sicher wissen, ein Thema, was Herrn Wilke beschäftigt. Kann man jetzt noch von einer zentralen Steuerungsinstanz ausgehen, etwa im Sinne des alten Ordoliberalismus, wo man sagen würde, die Politik gibt so einen Rahmen vor, in dem die Wirtschaft dann ihre eigene Freiheit entfalten kann. Oder ist die Politik oder jedes andere in Betracht kommende System wiederum nur ein Funktionssystem unter vielen anderen und deshalb auf die eigenen Operationen der Politik angewiesen, die dann Einflüsse haben, die aber nicht den Zustand anderer Systeme determinieren können. Deshalb hat Wilke ein ganz sehr kompliziertes Modell der Kontextsteuerung entwickelt. Das versucht, diesen Bedingungen Rechnung zu tragen, aber zugleich nicht darauf verzichtet, der Politik und auch dem Recht, dem Staat in der Terminologie von Wilke eine Steuerungsfunktion zuzubilligen. Ich würde um einige Grade vorsichtiger formulieren, aber ich denke, dass im Großen und Ganzen insofern Konsens besteht, als die Politik, wenn sie Steuerungsaufgaben erfüllt, dies immer nur mit ihren eigenen Mitteln tun kann. Und wenn sie Geld verwendet, kann sie es nur innerhalb des Wirtschaftssystems verwenden. Sie muss es der Wirtschaft entziehen, die Ausgabe politisch konditionieren und den Geldkreislauf innerhalb der Wirtschaft belassen. Das ist zum Beispiel, hat die Konsequenz, dass die Politik nicht einfach Geld machen kann. Nicht einfach Scheine drucken kann und Geld, also politisches Geld ausgeben kann, ohne es aus der Wirtschaft zu entziehen, beziehungsweise ohne in der Wirtschaft Inflation zu erzeugen. Diese beiden Punkte Integration und Steuerung lassen noch einen dritten Punkt übrig, den man so formulieren kann, gibt es noch dominante Funktionssysteme? Gibt es Funktionssysteme, die wichtiger sind als andere? Gibt es also entweder historische Epochen in der Gesellschaft oder innerhalb der Bedeutung von Funktionen selbst eine Art Wichtigkeitsskala?
Das Einzige, was ich mir in dieser Richtung vorstellen kann, würde die alte Idee herrschender Systeme oder eine Art von gesellschaftlicher Herrschaft, die autorisiert ist, genau auf den Kopf stellen und würde bedeuten, dass immer das System, das die höchste Versagensquote hat, das System ist, das faktisch dominiert. Immer wenn das irgendwo etwas nicht funktioniert und in einer Weise nicht funktioniert, dass die anderen darunter leiden, würde man diesem System besondere Aufmerksamkeit zubilligen und würde man sagen, Verbesserungen hier haben einen größeren Effekt als woanders. Wenn etwa, das Beispiel drängt sich natürlich auf, die Wirtschaft nicht in dem Sinne funktioniert, wie die anderen Funktionssysteme es erwarten würden, also beispielsweise die Wirtschaft, die Wissenschaft nicht mit Geld versorgt oder umgekehrt Konjunkturschwächen die Wählerschaft unzufrieden machen und das sich auf die Politik auswirkt, dann in solchen Momenten wird also Wirtschaft das dominante Funktionssystem. Dasselbe könnte man sagen, wenn Recht, das Recht nicht mehr durchsetzbar ist, wenn plötzlich niemand seine Ansprüche mit Erfolg mehr einklagen kann oder wenn es mehr und mehr Gebiete auf einem Territorium gibt, in denen die politische Friedenssicherung, also die Gewaltkontrolle, nicht funktioniert, dann würde niemand dort investieren wollen, dann würden die Geschäfte geplündert werden, dann würde kein Arbeitsmarkt existieren und so weiter und so weiter. Das heißt, die Wissenschaft würde Forschungsgegenstände haben, die Wirtschaft würde zugrunde gehen. Das hätte Auswirkungen, die dann die Aufmerksamkeit auf Recht, Gewaltkontrolle, Frieden und dieses Syndrom lenken würden. Und wenn man die Probleme der modernen Welt und die Schwerpunktsetzungen in der öffentlichen Aufmerksamkeit oder auch in den Massenmedien verfolgt, scheint es tatsächlich so zu sein, dass die Versagensquote in den Funktionssystemen das ist, was primär interessiert, anstelle der Frage, wo eigentlich die Herrschaft ist oder wo die letzten Ordnungsgarantien liegen. Sie sehen also, dass in diesen drei Phänomenen der zentralen Wichtigkeit von Funktionssystemen, der Steuerung und der Integration auch immer begriffliche Umdispositionen eine Rolle spielen. Das heißt, wie müssen wir eigentlich die Begriffe Integration, Steuerung und, sagen wir, Dominanz fassen, damit wir die Realitäten beschreiben können, die unter einem Regime funktionaler Differenzierung vorhanden sind und beobachtet werden können. In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf einen Aufsatz eingehen, den Karin Knorr in dem letzten Heft der Zeitschrift für Soziologie veröffentlicht hat und der sich mit dem Konzept der Differenzierung und faktisch ist dann immer funktionale Differenzierung gemeint, auseinandersetzt. Die These von Frau Knorr ist grob gesagt, dass ein Differenzierungsmuster von Soziologen im Prinzip wohl nicht bestritten wird. Das heißt, dass wir nicht von einer Identität von Politik und Wirtschaft oder von Wirtschaft und Wissenschaft oder von Kunst und Recht und so weiter ausgehen. Dass aber die Formulierung dieser These quasi trivial ist. Ich habe schon in dem Punkt ein bisschen Bedenken, weil die Vorstellung, dass die Politik die Wirtschaft nicht kontrollieren könne, dass es also verschiedene Systeme sind, nicht unbedingt trivial ist, wenn wir überlegen, dass der Zusammenbruch des Sozialismus erst
vor wenigen Jahren evident geworden ist, dass also man bis vor kurzem eigentlich immer noch glaubte, dass es eine Alternative gäbe, einer politisch kontrollierten Wirtschaft versus einer freien Wirtschaft. Also in dem Bereich zum Beispiel ist es durchaus nicht trivial, auf dieser Makroebene die Trennung der Systeme zu behaupten. Ähnliches und noch eindrucksvoller gilt das im Verhältnis von Politik und Recht. In dem neuen Buch von Habermas ist zum Beispiel beides unter Gesichtspunkt der Legitimation sehr eng aneinander geführt. Die These, dass Politik und Recht völlig unterschiedliche Funktionssysteme sind, die eigene Codes haben, eigene Programme haben, sich wechselseitig irritieren können, Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten im Verhältnis zueinander erzeugen, aber getrennte Systeme sind. Und dies, obwohl wir einen politisch beeinflussbaren, über Parteiapparate besetzten Gesetzgeber haben. Die These ist also keineswegs trivial, sondern sehr, sehr umstritten. Und die meisten Autoren der Gegenwart würden wahrscheinlich Zweifel haben, wenn man behauptet, Politik und Recht sind getrennte Subsysteme, autopoetisch differenzierte Subsysteme. Es gibt also schon auf dieser Makroebene Probleme genug, auch durchaus empirische Probleme, wie will man das zeigen, dass sie getrennt sind und nicht im Wesentlichen weitgehend überlappen. Richard Münch hat eine solche Theorie, der nennt das Interpenetration, dass die Funktionssysteme sich praktisch weitgehend überlappen heute. Für Frau Knorr liegt das eigentliche Argument aber noch auf einer anderen Ebene, nämlich auf der Ebene der Interaktion. Bei ihren Beobachtungen in Laborsituationen, aber auch in vielen anderen Situationen, ist für sie der Eindruck entscheidend, dass in der konkreten Realität des Forschungshandelns beispielsweise eigentlich die Werte wahr, unwahr gar nicht vorkommen, gar nicht zitiert werden, sondern Gesichtspunkte wie Reputation, Selbstbehauptung, sich durchsetzen auf dem Publikationsmarkt, Karrieren und dergleichen Gesichtspunkte dominant sind, also Sachverhalte, die sich nicht unbedingt einem einzelnen Funktionssystem zuordnen lassen. Ich möchte, um diese Frage etwas näher zu erläutern, einmal ein oder zwei Beispiele geben, an denen ich das für mich jedenfalls besser verdeutlichen kann als in einem typischen wissenschaftlichen Setting. Erstes Beispiel: bei der ersten Einrichtung von Eisenbahnen in England, da ging es um Kohletransport, dass Personen da drauf steigen würden, war also noch gar nicht abzusehen, war ein schwieriges Problem aufgetaucht, nämlich was würde eigentlich geschehen, wenn man Wagen mit eisernen Rädern auf eiserne Schienen stellen würde und dann mehr Wagen anhängen würde, als bei einem normalen Pferdetransport transportiert werden könnten oder sogar eine größere Geschwindigkeit zu erreichen versuchte. Würden die Räder nicht einfach durchdrehen auf den eiserne Räder auf eisernen Schienen? Ich weiß nicht, ob heute die Wissenschaft darauf eine Antwort geben könnte. Damals konnte sie es nicht. Aber die ganze Investition, die ganze Kapitalinvestition hängt natürlich von dieser Frage ab. Würden wir mit dem Pferdetransport nicht doch letzten Endes billiger und vor allen Dingen erfolgreicher fahren? Würde es überhaupt funktionieren? Also wissenschaftliches Nichtwissen als Kapitaleinsatzrisiko. Und dasselbe hat man heute vielfach in Technologiebereichen. Ich habe mir einmal aus Anlass eines Vortrags in Linz die dortigen Abgasentgiftungsanlagen, das sind die früheren Hermann-Göring-Werke, also Kokerei und Stahlindustrie. Und die waren dabei, das auf Abgasentgiftung umzubauen.
Schwefel rausziehen und so weiter und mussten ein Platt über den Sinteranlagen, das sind diese Anlagen, die das Erz für die Gießerei vorbereiten, haben sie Plattensysteme, an denen die Abgase vorbeistreichen und dann haben sie, wurde erwartet, dass diese Abgase Schwefel und so etwas absetzen an diesen Platten. Die waren entsprechend präpariert. Was man nicht wusste war, wie lange solche Platten halten. Was man nicht wusste war oder ausprobieren musste war, ob die besser mechanisch durch Schütteln oder chemisch gereinigt würden. Was auch unklar war in dem Zeitpunkt zumindest, ob man die Produktion stilllegen musste, während die Platten gereinigt wurden. Oder ob man den Betrieb, was ja bei Gießereien wichtig ist, laufen fahren kann. Und die Wissenschaft konnte diese Fragen nicht beantworten. Man hat damals in den Werken mit Pittsburgh Kontakte gehabt und hat versucht, verschiedene Formen der Abgasentgiftung auszuprobieren, um zu sehen, was günstig ist. Also auch hier wieder Kapitaleinsatzrisiko auf der einen Seite, wissenschaftliches Nichtwissen auf der anderen Seite. Und in Konstellationen, wo die Wissenschaft sagen würde, also wenn wir uns forschungsmäßig darauf spezialisieren, wir wüssten gar nicht, wie wir das Problem stellen sollten. Unsere normale Wissenschaft läuft nicht auf Klärung solcher Fragen hinaus. Ich denke, dass für Frau Knorr jetzt solche Sachverhalte ein evidentes Argument dafür sind, dass man Wirtschaft und Wissenschaft nicht trennen kann, dass beides eine Rolle spielt. Und das ist richtig. Aber es spielt eine Rolle, beides spielt eine Rolle, weil es ein Unterschied ist. Weil nämlich das Kapitalrisiko etwas ganz anders ist als die Unfähigkeit oder Langwierigkeit oder das Nichtverfügbarsein von Forschungsergebnissen. In beiden Systemen sind diese Punkte, die hier aufeinandertreffen, unterschiedlich vernetzt. Kapitalrisiko ist eine Frage in der Stahlindustrie etwa, die sowieso damals, als ich in Linz war, zum Beispiel rote Zahlen schrieb, dann wieder schwarze, jetzt wieder rote, eine ganz andere Situation, als wenn man sich überlegt, welche Theorien aktivieren wir eigentlich, was wissen wir schon auf dem Gebiet, wie langwierig würde etwas dauern, was würde das kosten, wenn wir da Forschung einsetzen würden. Also Rückgriffe auf Vergangenheit und Vorgriffe auf etwaige Resultate sind völlig verschieden, je nachdem, ob man Nichtwissen in der Wissenschaft oder Einschätzung des Kapitalbedarfs, des Kapitalrisikos als Problem hat. Unbestritten, dass es zusammenhängt. Aber die Frage, auf die ich das jetzt zurückziehen möchte, ist, was ist eigentlich eine Unterscheidung? Was verlangt werden kann in solchen Situationen, ist ja, dass man mit einer Unterscheidung arbeitet. Und heißt jetzt eine Unterscheidung, und jetzt vielleicht erinnern Sie sich an das, was ich über Kodierung gesagt habe, heißt eine Unterscheidung eigentlich Zusammengehörigkeit des Unterschiedenen oder Unterschiedenheit des Unterschiedenen? Und wenn man diese Frage stellt, ich habe mit Frau Knorr nie in dieser Weise darüber sprechen können. Wenn man diese Frage stellt, dann hat man das Gefühl, dass an der Stelle sich entscheidet, ob man oder mit welchem Maß an begrifflicher Raffinesse man zu Ergebnissen kommt, je nachdem, ob man Einheit sieht oder Differenz sieht. Das kann man in beliebige andere Bereiche hinüberspielen, wenn man etwa das andere Verhältnis, das Verhältnis von Politik und Recht nimmt, ist es auch wieder klar, dass die politischen Konsequenzen einer juristischen Regelung des Asylantenproblems völlig andere sind als die juristischen Konsequenzen, dass man eine Verfassungsänderung an sich unter den angegebenen Bedingungen relativ einfach haben kann. Und dass die Schwierigkeit nur darin besteht, die Bedingungen politisch zu garantieren. Es kann also entweder so sein, dass die juristischen Verfahren einfach sind, aber politisch schwer zu erreichen sind, oder umgekehrt, dass eine juristische Unklarheit
besteht, die man aber politisch in Kauf nehmen kann, indem man etwa sagt, ob so etwas gegen die Verfassung verstößt oder nicht, überlassen wir einer späteren Entscheidung des Gerichts. Und wenn das Gericht uns zwingt, werden wir eine andere Lösung suchen. Was die Differenzierungstheorie bestätigt, ist nur, dass man in diesem Arbeitsbereich eigentlich nicht ohne Orientierung nach beiden Seiten überhaupt sinnvoll arbeiten kann. Wenn man den Unterschied nicht sieht, dann hat man eigentlich von vornherein keine Möglichkeit, sachgerecht mitzuwirken. Sodass meine Position in dieser Diskussion die wäre, dass die Reproduktion funktionaler Differenzierung durchaus nicht bedeutet, dass nicht in bestimmten Ereigniskontexten beide Funktionssysteme relevant sind, aber dass man dann Entscheidungen nicht treffen kann, wenn man nicht sieht, dass es zwei verschiedene Funktionssysteme sind. Sodass die Notwendigkeit des Unterscheidens innerhalb von einzelnen Operationen zugleich die Differenzierung reproduziert. Und dass es überhaupt nicht auf eine Verschmelzung hinauslaufen kann, weil eben der Zusammenhang über eine Unterscheidung vermittelt wird. Ich möchte jetzt einen weiteren Punkt anschneiden, der an die möglichen Grenzen funktionaler Differenzierung stößt. Auch da greife ich auf etwas zurück, was ich schon angedeutet habe, nämlich auf die Unterscheidung von Inklusion und Exklusion. Zunächst einmal ist funktionale Differenzierung im Unterschied zu stratifikatorischer Differenzierung ja so gebaut und so auch so vorgestellt, dass alle Teilnehmer an der Gesellschaft, also alle Personen, also alle Individuen, die in den Funktionssystemen als Personen eine Rolle spielen, immer wieder gesagt, nicht psychisch, nicht organisch, nicht als Leben, nicht als Denken, aber als Identitäten, mit denen die Funktionssysteme rechnen, dass in diesem Bereich funktionale Differenzierung eigentlich in allen Funktionssystemen Inklusion aller Personen vorsieht. Jeder soll sich nach Möglichkeit an der Wirtschaft beteiligen. Jeder soll über Geld verfügen. Je mehr Geld vorhanden ist, umso mehr kann gekauft werden, umso besser ist es für die Wirtschaft. Jeder ist rechtsfähig. Jeder kann Verträge schließen. Es gibt keine personalen Hindernisse, es sei denn im Recht selbst vorgesehen, also etwa mangelnde Geschäftsfähigkeit und dergleichen. Es gibt Verbot von Sklaverei, wenn man das so formulieren will. Also Inklusion ist an sich in allen Funktionssystemen vorgesehen. Die Frage ist nur, ob das real funktioniert. Oder ob wir auch Situationen kennen, in denen große Teile der Bevölkerung von Teilnahme an Funktionssystemen ausgeschlossen sind. Und da fällt einem natürlich sofort die dritte Welt ein mit einer erheblichen Bevölkerungszahl, die praktisch an keinem der Funktionssysteme, ich will Religion im Moment mal ausnehmen und komme darauf zurück, an keinem der Funktionssysteme wirklich teilnimmt. Und zwar in einem Sinne, in dem die Ausschließung aus einem Funktionssystem die Ausschließung aus anderen verstärkt. Der spektakuläre Erfolg der Funktionssysteme in ihren jeweils eigenen Terminologien, also das Funktionieren von Demokratie, das Funktionieren von Konsenssichtung vor den politischen Entscheidungen, das Funktionieren der Geldwirtschaft im Sinne eines Produktionsvolumens, das nie zuvor bekannt war, das Funktionieren des Rechtssystems im Sinne einer
Teilnahme an ein Recht, die auch in der Geschichte in dieser Form nie realisiert war. All das ist die Selbstrechtfertigungslogik der Funktionssysteme und durchaus eine mit empirischen Daten stützbare Sache. Andererseits können wir nicht übersehen, dass es auch Fälle gibt und dass diese Fälle mehr und mehr Bedeutung haben, in denen ganze Bevölkerungsgruppen von der Teilnahme an Funktionssystemen ausgeschlossen sind. Das gilt zum Teil für ländliche Verhältnisse. Es gilt aber mehr und mehr in dem Maße, als eine Migration in Richtung von auf Städte läuft, auch für städtische Verhältnisse. Und wenn man aufmerksam die Großstädte der westlichen Welt sieht, würde man vermutlich sehr rasch auch hier Personen entdecken, die eigentlich keine Arbeit, kein Geld, keine Bildung, keine garantierte Gesundheit und so weiter haben. In einem Sinne, wo es eine Art von negative Integration gibt, negative Integration insofern, als wenn man kein Geld hat, man auch sich andere Dinge, also etwa Gesundheit nicht ohne weiteres oder nicht in dem üblichen Maße beschaffen kann. Wenn man nicht gesund ist, hat man Mühe, Arbeit zu finden, also wieder Geld zu bekommen. In Entwicklungsländern ist das noch viel deutlicher. In Bombay beispielsweise hat man, wenn man auf der Straße lebt und das sind Millionen, keine Adresse. Wenn man keine Adresse hat, kann man die Kinder nicht in die Schule schicken. Wenn die Kinder nicht in die Schule geschickt werden, dann haben sie natürlich keine Startvoraussetzung für irgendeine Ausbildung. Sie haben natürlich keine Möglichkeit, Zeitung zu lesen oder sich irgendwie am politischen Leben zu beteiligen, sodass eine Verstärkung der Ausschlusstendenz von einem System zum anderen läuft. Wenn man keinen Ausweis hat, kann man keine Sozialleistung beantragen. Wenn man aus dieser Gruppierung kommt, hat man bei der Polizei und bei Gerichten keine Möglichkeit, irgendeinen Erfolg zu haben. Diese Situation wird in der normalen Terminologie eher als Repression oder Unterdrückung oder Ausbeutung beschrieben. Aber das sind Spätwirkungen eines marxistischen Ansatzes, während die Sachverhalte, wenn ich das so richtig sehe, viel gravierender sind. Da ist nämlich gar nichts mehr auszubeuten. Von Repression kann eigentlich auch keine Rede sein, sondern es ist einfach, es ist so. Mit einer Gravität und einer Fatalität, die sich der Kalkulation von Oberschichten völlig entzieht. Es hat auch gar keinen Sinn, dass es so ist. Es ist eben einfach die Konsequenz des Wirkens der Funktionssysteme, vielleicht auch die Konsequenz des rapiden demografischen Wachstums, mehr und mehr auch die Überlegung dahinter, dass man ökologisch sich eine gleich gute Versorgung der gesamten Weltbevölkerung überhaupt nicht leisten könnte. Wie immer, ich will jetzt nicht über Ursachen sprechen, sondern die Frage ist, ob wir heute in Bezug auf die Differenz von Inklusion und Exklusion nicht eine Art von Metakodierung oder eine Art von Superleitdifferenz haben, in der wir schon ungefähr sehen können, wie die alt gewordene Gestalt der funktionalen Differenzierung letztlich aussieht, nämlich ein erheblicher Teil der Bevölkerung innerhalb der Funktionssysteme arbeitsfähig und mit loser Kopplung, der eine hat diese, der andere eine andere Karriere, der eine ist besser dran, der andere schlechter dran, der eine hat politische Interessen, der andere hat Kunstinteressen und so weiter. Und aber dass das immer nur ein Teil der Bevölkerung betrifft, diese Art von Partizipation oder Inklusion,
während es auch andere Bevölkerungsteile gibt, die davon ausgeschlossen sind und die eigentlich dann nur noch irgendwie als Körper existieren. Also mit der Frage, wie schaffe ich den nächsten Tag, wie komme ich zu ein bisschen Essen oder wie schütze ich mich vor Gewalt, und die auch in dem Design des Marxismus überhaupt keine Bevölkerung sind, die irgendwie für eine Revolution in Betracht kommt. Sie können Unruhe, Gewalt erzeugen, aber sie können nicht die Verhältnisse ändern. Sodass man sich überlegen muss, wenn es zu einer erheblichen Migration in die Entwicklungsländer kommt, wenn es zu einer daraus folgenden Überschwemmung von Industrieländern mit Migranten aus der dritten Welt kommt, ob wir dann nicht eine Art von Ausgleich in Richtung auf diese primäre Differenz von Inklusion und Exklusion haben werden. Und natürlich, ob es Einrichtungen gibt, mit denen man das vermeiden oder abschwächen kann, oder ob es nur möglich ist, dass einzelne Länder, einzelne Regionen sich ausklinken und von diesem Problem nicht betroffen sind. Was mich in diesem Zusammenhang interessiert, sind vor allen Dingen Fragen, die man an die Religion adressieren müsste. Wenn man sich überlegt, dass die Ausschließung aus einem Funktionssystem die Ausschließung aus anderen Funktionssystemen nach sich zieht, wenn man keinen Ausweis hat, kann man keine Ausbildung haben, keine Arbeit haben, kann man nicht legal heiraten, werden die Kinder nicht registriert und so weiter und so weiter, müsste man ja eigentlich vermuten, dass das für Religion nicht unbedingt gelten müsste. Dass das Religionssystem ja eigentlich ein System sein könnte, das Inklusion auch dann noch offen hält, wenn es überall sonst zu Exklusionen kommt. Und was man in Südamerika beispielsweise beobachten kann, sind tatsächlich religiöse Spontanentwicklungen auf der Ebene von Kulten, die zeigen, dass diese Bevölkerungsschicht, die in der normalsoziologischen Terminologie sozial und wirtschaftlich unterdrückt und so weiter ist, dass da doch eine Art von Religiosität, eine Suche nach religiösen Formen stattfindet und dass das Problem mehr auf der Ebene liegt, ob die kirchliche Organisation so etwas auffangen kann oder nicht. Wie weit also die Kirche für völlig unkonventionelle oder auch dogmatisch, christlich-dogmatisch völlig unakzeptable Formen von Religiosität irgendwie eine Art von Zuordnung erlauben kann oder nicht. Die katholische Kirche in Südamerika öffnet sich ein bisschen in Richtung auf so eher populäre Tendenzen der Religion. Ich habe zum Beispiel bei einem Marienfestival in Chile, in Andacollo, gesehen, dass also die Indianergruppen, die durften vor der Kirche tanzen, als Gruppen mit deutlich magischen Gästen. Sie schienen also den Platz vor der Kirche von bösen Geistern zu reinigen und hatten sich also als Tanzgruppen darauf vorbereitet, halbjährliche Vorbereitung, dann wurde das Fest gefeiert. Und die Kirche stand schön gerade davor. Sie hatte einen Lautsprecher, sprühte ihr Ave Maria über die tanzenden Indianer und ließ sie nicht als Gruppen, sondern als einzelne Personen in die Kirche. Also eine Art von merkwürdiger Versuch, Grenzen zu ziehen und das, was noch gerade vertretbar ist, es ging immerhin um Maria. Ob sie an Gott glauben, das war nicht klar, aber an Maria, das stand fest. Da war also, man sah die Kirchen, die Mauern der Kirche in gewisser Weise wanken gegenüber dem Problem, wenn man das jetzt nicht von so einzelnen Entscheidungen her sieht, sondern von der Frage, ob Religion überhaupt
mit dieser Situation einer spontanen Entwicklung von Religiosität in diesen exkludierten Bevölkerungsteilen in irgendeiner Form etwas anfangen kann, dann meine ich, dass das von der Kirche her gesehen eine ganz andere Frage ist, als die, die etwa die Theologie der Befreiung oder die Theologie der Revolution oder etwas derartiges, also innertheologisch zu formulieren versucht. Damit wollte ich eigentlich jetzt diese Ausführung über funktionale Differenzierung abschließen. Zugleich noch einmal mit der Bemerkung, dass bei allen Vorteilen und bei aller Leistungsstärke, die wir in diesem Bereich bewundern können, wir doch also Schwierigkeiten haben heute, uns sich vorzustellen, dass das jetzt die moderne Gesellschaft ist im Sinne eines Fortschrittsmodells und dass es in dieser Richtung nur immer weitergehen müsste, damit wir letzten Endes auch die Nachzüchter noch einfangen, dass wir Entwicklungshilfe treiben müssen, Sozialarbeit und so. Das alles soll ja gar nicht bestritten werden. Die Frage ist, welche Zukunftsvorstellung man eigentlich dahinter sieht und ob wir den Streit, den man in den vergangenen Jahrzehnten hatten, zwischen einer gesellschaftskritischen Attitüde und einer Modernisierung bejahenden, affirmativen Attitüde, ob diese Diskussion überhaupt noch adäquat ist, wenn man zu einer Sicht auf die Realität kommt, wo die Differenzierungsform, die wir haben und über die wir gar nicht hinausblicken können, wir können uns keine andere Form der Differenzierung für unsere Zukunft wirklich real vorstellen, wenn wir diese Differenzierungsform heute auch mehr und mehr mit den Problemen sehen, die als Folge der Realisierung auftreten. Ich habe jetzt für Themen, die eigentlich in diesen Bereich gehören, nur noch ganz wenig Zeit und will mich mehr oder weniger mit Andeutungen begnügen. Zunächst einmal in der Weise, dass die Begrenzung der bisherigen Diskussion, der bisherigen Darstellung funktionaler Differenzierung und der bisherigen Darstellung von Differenzierungsformen überhaupt deutlich herauskommt. Es handelt sich immer um Formen, die sich auf das Gesellschaftssystem als Ganzes beziehen. Auch dann, wenn man es in Segmente auflöst, auch dann, wenn man es in unterschiedliche Strata, unterschiedliche Rangordnungen auflöst und auch dann, wenn man es in Funktionssysteme auflöst. Auch die Funktionssysteme beziehen sich über ihre Funktion immer noch auf Probleme, die in der Gesellschaft zu lösen sind. Es gibt aber noch ganz andere Typen von Systembildung, von Bildung sozialer Systeme innerhalb der Gesellschaft, die anscheinend ohne Referenz auf das Gesellschaftssystem auskommen. Das eine ist die Interaktion unter Anwesenden, also ein Sozialsystem, das sich immer dann formt, wenn Personen miteinander kommunizieren können, also in welchen Größenverhältnissen immer das möglich ist. Also die Vorlesung wäre ein solcher Fall von Interaktion unter Anwesenden. Und die andere ist Organisation. Auch hier haben wir jetzt wieder ein Problem der Differenzierung, denn es ist ganz klar, dass es keine Interaktion außerhalb der Gesellschaft gibt. Und es ist auch ganz klar, dass es keine Organisation außerhalb der Gesellschaft gibt. Aber zumindest für Interaktionen ist ganz deutlich, dass die Interaktionen sich spontan bilden können und nicht irgendeine durch die Art, wie sie als Interaktionen sich gegenüber ihrer Umwelt, gegenüber den Nichtanwesenden organisieren, dass auf diese Weise kein Gesellschaftsproblem gelöst werden muss.
sodass man die Frage hat, wie eigentlich ein Interaktionssystem in einer Gesellschaft die Gesellschaft zur Kenntnis nimmt. Dasselbe Problem hätten wir für den Fall von Organisationen. Auch Organisationen können sich zwar und werden sich heute in hohem Maße innerhalb von Funktionssystemen bilden. Es gibt also Banken und Produktionsbetriebe, es gibt politische Parteien, es gibt Schulen und Universitäten, es gibt Krankenhäuser, es gibt Gerichte, es gibt Anwaltsfirmen und so weiter mit deutlicher Organisation bezogen auf ein bestimmtes Funktionssystem. Aber es gibt natürlich auch Organisationen wie die, man nennt das manchmal freiwillige Assoziationen, die kein deutliches Funktionssystem im Auge haben. Es können also Organisationen auch spontan gebildet werden. Und die Frage ist, wie man jetzt dieses Phänomen innerhalb einer Gesellschaftstheorie anbringt oder wie man diese Differenz, die nicht von der Gesellschaft vorgesehen ist, sondern in der Gesellschaft aufgrund eines anderen Systembildungsmechanismus erzeugt wird, wie man diese Differenz in einer Gesellschaftstheorie verorten kann. Ich habe hier in dieser Vorlesung die Schwierigkeit, dass dies eigentlich eine Art von Ausbeulung der ganzen Vorlesung erfordern würde. Man müsste jetzt eine Theorie der Interaktion entwickeln oder eine Theorie der Organisation. Das sind Gegenstände anderer Vorlesungen, wenn man das systematisch durchführen will, sodass ich mich hier beschränken muss auf die Frage, wie eigentlich von einem Interaktionssystem einerseits und von einer Organisation aus andererseits Gesellschaft wahrgenommen wird. Und nicht unbedingt, wie die inneren autopoetischen Mechanismen innerhalb dieser Systeme laufen, also wie eine Interaktion sich selbst autopoetisch organisiert. Ich denke, dass man einen Unterschied machen muss zwischen Interaktion und Organisation insofern, als es in allen Gesellschaften, wir können uns keine vorstellen, immer die Differenz von Interaktion und Gesellschaft gibt, weil es immer bekannte Personen gibt, mit denen man später oder früher in Interaktion gerät, die aber im Moment abwesend sind. Und umgekehrt auch die im Moment Anwesenden immer in Betracht gezogen werden als solche, die in der nächsten Situation nicht mehr anwesend sind. Sodass die Unterscheidung anwesend-abwesend, entweder räumlich oder zeitlich genommen, die Gesellschaft zerschneidet und man erwarten muss, dass in Interaktionssystemen, also in der Kommunikation unter Anwesenden, auf die Abwesenheit in der einen oder anderen Form Rücksicht genommen wird. Das heißt, auf die Abwesenheit derjenigen, die gar nicht da sind, die aber während der Zeit, während man in Interaktion ist, irgendetwas tun, irgendetwas Gefährliches tun oder irgendetwas Nützliches tun, irgendetwas tun, was man nicht so genau weiß, irgendetwas tun, worüber man informiert sein möchte, was aber gleichzeitig abläuft, sodass man nicht informiert sein kann. Die Frage, die Untersuchungsfrage wäre also, wie stellt eine Interaktion die Abwesenheit der Abwesenden in Rechnung? Welche Rolle spielt das für eine Interaktion? Und das gespalten nach dem, was gleichzeitig abwesend ist und dem, was die Anwesenden später tun, wenn sie in andere Interaktionen eintreten, die man jetzt nicht kontrollieren kann. Ich denke, dass diese Situation in archaischen Gesellschaften oder in tribalen Gesellschaften typisch ist und völlig andere Formen der Kontrolle
ermöglicht und erfordert, als das heute der Fall ist. Dass wir also heute mit Interaktionen rechnen, wo man sagen kann, es ist völlig belanglos, was andere woanders machen. Wenn es uns betrifft, wird uns das über Organisationen beispielsweise vermittelt. Oder es betrifft uns nur, wenn wir zum Beispiel eine Familie sind, insofern als Familienmitglieder betroffen sind. Und die können das dann erzählen oder können warnen oder können die Außenerfahrungen in das System einbringen. In älteren Gesellschaften und in tribalen Gesellschaften müssen diese Verhältnisse ganz anders gewesen sein. Und eine Überlegung ist, ob es nicht im Wesentlichen Reziprozitätsvorstellungen gewesen sind, die zeitlich langfristiger und auch räumlich umfangreicher gewesen sind, als das in einer Interaktion selbst aktualisiert werden kann. Man rechnet also mit Hilfe von Abwesenheit oder mit negativer Reziprozität, mit Feindschaft von Abwesenden, auf die man sich vorbereiten muss. Also negativ oder positiv, aber die Vorstellung einer Reziprozität, eines Konfliktes, der länger dauert, oder einer Hilfe- und Danksituation, die länger dauert, könnte einer der großen Mechanismen gewesen sein, mit denen Gesellschaft die Grenzen von Interaktion übergreift. Wie gesagt, heute müsste man diese Situation wahrscheinlich völlig anders sehen und eher auf der Frage der Gleichgültigkeit versus Intimität. Es interessieren nur die für die Interaktion entweder Leute, zu denen man gar keine weiteren Verhältnisse braucht, die auch weiter nicht schaden können, die einfach nur so der Schaffner im Bus oder die Theatertickets abkneifende Dame an der Tür oder wer immer. Die können einem weiter nicht schaden, die tun das, was sie tun, und die Organisation reguliert die Verhältnisse. Und umgekehrt dann die Situation der Interaktion mit denen, auf deren Zustimmung, auf deren Gefühle, auf deren Einstellung zu einem selbst man Wert legt, die dann aber gleichsam als Personen herausfiltern, was an weiterer Umwelt, an deren Schicksal, an deren Umwelt, an deren Berufsumwelt, an deren Ausbildung und so weiter von Interesse ist für die jeweilige Interaktion. Diese Situation lässt sich wieder überhaupt nicht übertragen, wenn man jetzt Organisationen in Rechnung stellt. Denn Organisationen haben ein ganz anderes Verhältnis von System und Umwelt. Ich würde Organisationen definieren als soziale Systeme, die sich über die Frage der Mitgliedschaft oder der Nichtmitgliedschaft ausdifferenzieren. In dem Sinne, dass jemand durch Entscheidung, sei es durch eigene Entscheidung, Eintritt, sei es durch Entscheidung der Organisation, Rekrutierung, typisch hängt beides zusammen, Mitglied werden und die Organisation auch wieder verlassen können. Sei es wiederum durch Entlassung oder durch Austritt. Der wichtige, für die Organisation wichtige Punkt ist, dass die Organisation in Bezug auf Mitgliederverhalten Anforderungen stellen kann, die sie in Bezug auf Nichtmitglieder nicht stellen kann. Dass also alle Sonderleistungen, die man von Personen verlangt, sich auf Organisationsmitglieder beziehen, während alles andere Umwelt ist und entsprechend freigegeben werden kann oder im ökonomischen Bereich gekauft, bezahlt werden muss oder im politischen Bereich eventuell über Weisungsgewalt erzwungen werden muss. Wenn man diese Art der Grenzziehung über Mitgliederverhalten jetzt genauer analysiert, fällt zunächst einmal auf, dass es um eine ganz andere Typik von Exklusion und Inklusion geht. Dass also
während die Funktionssysteme in unserer Gesellschaft eigentlich kein Motiv haben zu exkludieren, ist in der Organisation genau dies das Entscheidende, dass man nicht jedermann zulässt, sondern nur diejenigen, die wirklich eingestellt sind, die eine Position in der Organisation haben, die für die Organisation sprechen können, die ihren Weisungen unterworfen sind. Sodass der Mechanismus Inklusion-Exklusion benutzt wird, um besondere Anforderungen zu stellen und im Übrigen indifferent zu sein. Anderes Verhalten wird der Organisation nicht zugerechnet. Anderes Verhalten, etwa in der Wirtschaft, kann wirtschaftlich relevant sein. Wenn die Kunden nicht mehr kaufen, kann das fatal werden. Aber ich kann die Kunden nicht durch eine Änderung des Organisationsreglements verpflichten zu kaufen. Während ich die Arbeitsmodus, die Produktionsweise umstellen kann, während ich innerhalb der Organisation versuchen kann, durch Entlassung oder andere Maßnahmen zu rationalisieren, um wieder in die Zone der Liquidität zu kommen, kann ich das Verhalten der Umwelt nicht in dieser Weise beeinflussen. Sodass die Differenz Inklusion, Exklusion eine erhebliche Rolle spielt. Das würde relevant werden, wenn man sich die Frage stellt, warum eigentlich innerhalb von Funktionssystemen jetzt noch einmal Organisationen gebildet werden. Warum man nicht einfach den Markt oder die öffentliche Meinung oder die Rechtlichkeit der einzelnen Rechtsgeschäfte, Rechtsakte als solche genügen lässt. Weshalb gibt es jetzt noch innerhalb dieses Settings von Interdependenzen noch einmal Organisationen, die ganz anders gebaut sind, die nicht einfach zulassen, sondern delegieren, was sie zulassen, die eine Arbeit organisieren, eine professionelle Arbeit, eine Arbeit, die unter besonderen Weisungen, unter besonderen autoritativen Anforderungen steht. Und es scheint, dass wir diesen Zusammenhang von Funktionssystem und Organisation genau mit diesem, mit dieser Differenz beschreiben können, dass die Funktionssysteme, gerade weil sie kein Mechanismus der Exklusion haben, auf Organisationen angewiesen sind, die genau dies leisten können. Sodass wir überall die Situation treffen, dass es politische Organisationen beispielsweise gibt oder kirchliche Organisationen oder Produktionsstätten, wirtschaftliche Organisationen oder schulisch-universitätsmäßige Angebote oder Forschungsorganisationen, womit der Verhalten geregelt werden kann, innerhalb von Funktionssystemen, die als Gesamte davon betroffen sind und dann immer einen Bereich der Konsumenten, der Klienten, der Interessenten haben, die von der Organisation ausgeschlossen sind, aber im Funktionssystem selbst lokalisiert sind. Sodass die Gesellschaft auf diese Weise Trennung dieser beiden Typen von Systemen, Funktionssystem und Organisation, die Merkwürdigkeit zustande bringt, die Differenz von Inklusion und Exklusion zugleich zu haben und nicht zu haben. Sie hat sie in der Organisation und sie hat sie nicht im Bereich der Funktionssysteme. Jedenfalls, wenn man die offizielle Selbstdarstellung akzeptiert und nicht auf dieses Phänomen achtet, das ich vorher genannt habe, nämlich die Exklusion auch außerhalb, aus den Funktionssystemen heraus. Dies müsste jetzt, und damit will ich für heute schließen, müsste ausgearbeitet werden, wenn man die spezifische Operationsweise von einerseits Interaktionssystem, andererseits Organisationen nun genauer analysiert. Also was sind eigentlich die typischen Operationen, immer Kommunikation natürlich als basaler Vorgang, was sind die typischen Operationen, die Interaktionssysteme haben, wenn man Anwesenheit voraussetzen kann, und die Organisationssysteme haben,
wenn man Mitgliedschaft voraussetzen kann. Ich denke, bei Interaktionssystemen spielt die Wahrnehmung eine erhebliche Rolle. Die Kommunikation kann eigentlich kaum gegen Wahrnehmung differenziert werden. Man sieht immer mehr am anderen, als er im Moment bereit ist, kommunikativ mitzuteilen. Und man weiß sich auch als jemand, der gesehen wird. Das ist insofern, das wird erst dann merkwürdig, wenn man sich überlegt, dass die Kommunikation selbst ja gar nicht wahrnehmen kann. Nur Menschen können wahrnehmen. Man braucht sozusagen ein Gehirn. Aber die Kommunikation selbst kann nicht wahrnehmen. Ein System, das aus Kommunikation besteht, hat nicht die Fähigkeit, sich selber zu externalisieren. Man hat in den Kommunikationen Referenzen auf andere Dinge, aber man hat nicht diese komplexe Präsenz einer im Moment sichtbaren und hörbaren Welt, die außerhalb des Systems und trotzdem gleichsam präsent da und irgendwie auf das System einwirkend vorhanden ist. Sodass die Interaktionssituation diejenige ist, wo sich die Kommunikation der Wahrnehmung stellt. Und nicht, zwar nicht einer spezifischen Wahrnehmung, die man natürlich auch braucht, wenn man Radio hört oder wenn man Schrift liest, sondern einer diffusen Wahrnehmung, wo man nicht kontrollieren kann oder schwer kontrollieren kann, was eigentlich jeweils andere wahrnehmen. Schon weil man nicht kontrollieren kann, wie andere einen selbst wahrnehmen. Das heißt also, das sind Systeme, wenn es die allein gäbe, die vermutlich nie einen Anlass geben würden, Person und Sozialsystem völlig zu trennen, sondern man würde immer die positive, aber auch die negative Störleistung des Wahrnehmens mit in die Kommunikation einbeziehen. Und wenn man diese Vorstellung ausarbeiten würde, würde man eben Schwerpunkt darauf legen, dass man sagt, wie eigentlich Kommunikation, welche Freiheitsgrade Kommunikation hat, wenn jeder, der etwas mitteilt, das Gefühl hat, er wird wahrgenommen. Und es gibt mehr Rückschlüsse auf die Mitteilung, als man in der Mitteilung selbst mitteilen will. Ich denke, das sind Bereiche, die heute in der Familientherapie zum Beispiel aktuell werden, in dem Double-Bind-Phänomen, dass jemand immer auf zwei Ebenen, auf dem, was er explizit sagt, auf dem, was er, wenn man ihn wahrnimmt, daraus dann gefolgert werden kann. Das sind so Situationen, die auf diese Typik von Interaktion mit der Anwesenden gemünzt sind und die in diesen Situationen auch unauflösbar sind. Also die Spezifik von Interaktion würde ich in dieser eigentümlichen dominierenden Relevanz des Wahrnehmens sehen, wo die verbale Kommunikation sich nur gleichsam hochselektiv durchsetzt und immer unter der Kontrolle dessen ist, was alle Teilnehmer gleichzeitig wahrnehmen, ohne ihre Wahrnehmung wieder sofort und vollständig in Kommunikation ummünzen zu können. Für die Organisation müsste ich jetzt eine ganz komplizierte Theorie des Entscheidens vorstellen. Das ist weder angesichts der Zeit noch überhaupt adäquat möglich. Ich muss mich also mit dem Hinweis belügen, dass ich die Eigentümlichkeit der Operation in Organisationen auch als Kommunikation sehe, aber immer als zusätzlich als Kommunikation von Entscheidungen, sodass eine Art von Selektionsbewusstsein transportiert wird, eine Art von Bewusstsein, es hätte auch anders entschieden werden können. Und dies ist eine völlig andere Situation, als wenn man, ich werde wahrgenommen, ich nehme wahr. Und das, also die Kommunikation, überformt in gewisser Weise.
Also Spezifik von Organisationen als Herausziehen von Entscheidungsmomenten und eine Art von Definition der Organisationstypik von Operationen als Kommunikation von Entscheidungen. Aber das würde jetzt eine sehr weitreichende Ausführung erfordern. Und ich möchte mit dieser Stunde jetzt die Darstellung über Differenzierung abschließen und in der nächsten Stunde und in den nächsten beiden Stunden dann Selbstbeschreibung von Gesellschaften behandeln.